Hola chicas, wir waren in Valencia. Die aufregende spanische Stadt bietet nicht nur eine großartige Altstadt, sondern auch ein hippes Viertel mit der Wissenschaftsstadt. Das und natürlich jede Menge Kulinarisches in unserem Video über Valencia. Valencia ist eine sehr grüne Stadt. Der Park am Turia-Fluss zieht sich über 9 Kilometer lang. Die Stadt hat ungefähr 800.000 Einwohner und bietet eine tolle Mischung zwischen Moderne, Altstadt und Strand. Und schon sind wir mitten in der ersten Sehenswürdigkeit, der Kathedrale von Valencia. Und angeblich soll er hier sein. Ganz genau, der Heilige Gral. Eine Ausstellung dazu in der Kathedrale. Diese kann auch besichtigt werden, beziehungsweise vom Turm aus gibt es einen großartigen Rundumblick. Aber wie man sieht, hat auch der Platz davor einiges an Charme und überhaupt bietet Valencia viele tolle Gassen und Plätze. Das südländische Leben ist hier einfach zu spüren. Kein Wunder bei über 300 Sonnentagen im Jahr. Zeit also nun für Kulinarisches. Bei Lola gibt es vor allem Tapas, aber auch Paella und natürlich leckeren Sangria. Selbstverständlich weder aus Tetrapack oder Eimer. Wie wäre es also mit Tapas und Patatas Bravas? Das sind würzige Kartoffeln. Und eine echte Paella Valenciana, das heißt also mit Hühnchen. Natürlich kommen in Valencia auch die Kaffeefreunde zum Zug. Ob ein Kaffee mit Schuss oder einfach ein Frappé. In diesem Café kommt jeder zum Zug. Wir kommen aus dem Kulinarischen nicht so schnell raus und bieten dazu noch tollen Jugendstil. Der eindrucksvolle Mercat de Colón wurde Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet. Und was könnte man hier stilechter testen als eine wunderbare leckere Horchata? Die leckere Mandelmilch kommt ebenso wie die Paella aus Valencia. Die Paella kann man natürlich auch auf dem Markt kosten. Nun wird es aber Zeit für einer der beeindruckendsten Plätze und Gegenden von Valencia. Die Stadt der Wissenschaft und Künste bietet beeindruckende Architektur. Im Jahr 1998 wurde dieses eindrucksvolle Stadtviertel eröffnet. Es bietet eine ganze Reihe von Gebäuden, so zum Beispiel ein Wissenschaftsmuseum, eine Oper, ein Stadtpark, ein Planetarium und sogar ein Aquarium. Hier sehen wir den eindrucksvollen Stadtpark. Das Aquarium ist übrigens das größte Aquarium von ganz Europa. Auf jeden Fall finden sich hier tolle Fotomotive und ebenso einige Cafés in der Gegend, um das Ganze zu genießen. Als Kombi-Ticket gibt es zum Beispiel das Hemispheric mit seinem IMAX-Kino zusammen mit dem Aquarium für ungefähr 30 Euro. Wer da nicht zuschlägt, ist selber schuld und vielleicht noch schneller ein paar Bitcoins abheben. Ach ja, und einen Tipp für Iberico, Calamaris und Rioja haben wir da auch noch. Und dabei waren wir noch nicht mal am Strand. Valencia, eine Stadt, die einfach ein großartiges Paket bietet.